Willkommen zu einem ganz besonderen Neumond-Video, nämlich der Neumond vom 21. März, wieder Neumond, ein Neumond, der fast zeitgleich auf dem Frühlingspunkt liegt, auf der Frühlingstag- und Nachtgleiche. Dieser Neumond hat sehr geballte Feuerenergie, Widderenergie und ist insofern auch ganz besonders, als dass wir ausnahmsweise zwei Widder-Neumonde nacheinander erleben werden. Ein Neumond jetzt, eben am Dienstag, 21.03. um 18.23 Uhr. Auf dem ersten Grad Widder, wirklich ganz zu Beginn, also Widder hat ja an sich schon eine anfangende, beginnende Qualität und das wird auf 1 Grad Widder nochmal ganz besonders unterstützt. Und der nächste Neumond, den wir bekommen, am 20. April, der ist nun tatsächlich auf 29 Grad 50 Minuten, also ganz kurz vor dem Wechsel ins nächste Zeichen Stier. Wieder im Zeichen Widder. Allein das symbolisiert schon, dass die Impulsiv- und Aufbruchskraft des Widder in der jetzigen Zeitqualität eine besonders große Rolle spielt, weil wir zweimal die Initiativkraft eines Neumondes in diesem Zeichen bekommen. Was haben wir noch im März, am 26. März, vor diesem zweiten Widder-Neumond? Da haben wir dann auch einen Aufbruch, nämlich Pluto wechselt ins Zeichen Wassermann. 5 Tage nach dem kommenden Neumond. Also wir sehen hier, dass dieses Beginnende von etwas ganz Neuem besonders stark im Feld ist und gefragt ist und nicht nur kollektiv, sondern auch für uns persönlich dann hohe Bedeutung hat. Also, um das nochmal vielleicht zusammenzufassen, wir haben eine wirklich 4- oder 5-fache Widderkraft, denn der Neumond an sich hat ja schon die Qualität von es beginnt was Neues, das Zeichen Widder sowieso. Dann haben wir 5 Planeten im Widderzeichen, nämlich Sonne, Mond, Merkur, Jupiter und Chiron. Wir haben den Neumond am 1. Grad, was auch wieder Qualität bringt. Und wie gesagt, wir haben einen doppelten wieder Neumond. Diese Woche, wo ich das Video aufnehme, haben wir noch sehr stark Fische-Energie, die Energie des letzten Sternzeichens. Und Widder ist dann das erste Sternzeichen. Wir haben also einen starken Energiewechsel hin zu dieser Woche ab 20. März. Und übrigens, was noch neu ist, es beginnt da auch das neue astrologische Jahr. Also dieser fast schon als Knalleffekt zu bezeichnende Neumond, dieser radikale Wechsel ist deswegen so heftig, weil wir eben zuvor diese viel offeneren, verwirrenderen und mysteriöseren Fische-Energien erlebt haben. Da waren ja Sonne, Merkur, Saturn und Neptun im Zeichen Fische und haben sich dort geballt und versammelt. Nun aber, und das eben, wie gesagt, kurz vor dem Eintritt des Pluto nach Wassermann für die nächsten gut 20 Jahre. Nun aber springt die Energie überraschend, geradezu ruckartig in die Feuerkraft. Und wenn sich nun Sonne, Mond und Merkur, außerdem Jupiter und Chiron in dem Feuerzeichen wieder versammeln,
dann können wir eben annehmen, dass irgendetwas jetzt schnell und ganz aktiv vorantreiben will. Einzig Venus und auch der Mondknoten im ruhigeren Erdzeichen Stier können diese ungeduldigen, hochimpulsiven Kräfte ein wenig abbremsen, ein wenig entspannen oder beruhigen. Auch der Aszendent dieses Neumondes im Zeichen Waage sucht eher den Ausgleich. Was mag diese Ballung in Widder bedeuten? Es ist eine mehrfache Initiativkraft. Mehrfach, wieso das so ist, habe ich vorhin ja schon erklärt, weil auf verschiedensten Ebenen Startenergie, Anfangsenergie, Risikoenergie sich ballt. Was ich noch vergessen habe zu sagen, es ist ja auch der Frühlingspunkt. Der 21. März ist die Tag- und Nachtgleiche und Beginn des astrologischen Jahres. Und was jetzt noch die Widderkraft weiterhin potenziert, wir haben in diesem Jahr 2023, beginnend mit 21. März, ein Marsjahr. In der klassischen Astrologie bekommt ja jedes Jahr im Lauf der chaldäischen Reihe immer einen Planeten als Mentor quasi zugeteilt. Und das ist dieses Jahr der Planet Mars, Herrscher vom Zeichen Widder. Und das beginnt auch jetzt am gleichen Tag zu wirken. Also ein Jahr, wo das fast schon hineinspringende oder kämpferische des Zeichens Widder auf jeden Fall gefragt sein wird. Diese fünf- oder sechsfache Widder-Energie, die nun begonnen wird, zündet quasi noch im Verborgenen des dunklen Mondes wie eine Rakete. Die Power, das Flammen dieser Rakete wird eventuell erst in den Tagen nach dem Neumond sichtbar, liegt aber als Glimmen, als Glühen, als Bereitschaft zum großen Aufbruch ins Unbekannte jetzt schon einige Tage vorher in der Luft. Die Gefahr überstürzter Entscheidungen und Handlungen ist jetzt sehr groß. Diese Rakete könnte also auch leicht nach hinten losgehen, wenn bei aller Risikofreude nicht auch gewisse Absicherung mit bedacht wird oder wenigstens mal eine Nacht zum Überschlafen von Entscheidungen eingeplant wird. Besonders betroffen von der hitzigen Lust am Neuen sind neue Kontakte, aber auch bestehende Beziehungen. Denn der Neumond selbst fällt direkt auf den deszendenten Beginn des siebten Hauses und das ist schließlich das Partnerhaus, welches sämtliche Beziehungen zu nahen Personen mit ausdrückt. Und die Widderplaneten, die fünf Widderplaneten, die wir in diesem Neumond sehen, stehen auch alle im siebten Haus, zudem die Venus im achten Haus, welches auch noch beziehungsrelevant ist. Damit kommen also auch bestehende Beziehungen unter hohen Veränderungsdruck. Gemeinsame Ideen und Pläne könnten jetzt tatsächlich den entscheidenden Zündfunken erhalten, sodass es dann im März oder April ein flottes Vorankommen bezüglich gemeinsamer Projekte gibt, die man als Paar sich ausgedacht hat und die vielleicht gerade noch in den Vorbereitungen waren, jetzt aber wirklich einen richtig starken kosmischen Rückenwind bekommen können, wenn ihr euch als Paar einigen könnt. Beziehungsmäßige Strohfeuer bezüglich neuer Bekanntschaften sind freilich
bei eher unreiferer Ausprägung dieser Widderenergie gleichfalls zu erwarten. Heiße Erotik liegt in der Luft, kann aber auch schnell abkühlen oder wieder verpuffen. Die Venus in Stier gibt jetzt dazu tatsächlich auch körperlich-sinnliche Spürkraft mit ins energetische Geschehen hinein. Damit wäre durchaus auch die Lust, ein Kind in die Welt zu setzen, jetzt sehr hoch. Und eventuelle bisherige Bedenken dürften diese Tage relativ leicht über Bord geworfen werden. Diese antreibende, mutige Energie im Vorfeld des Pluto-Wechsels, der ja schließlich nach 20 Jahren Pluto in Steinbock, in diesem stabilen Erdzeichen Steinbock stattfindet. Also diese antreibende Energie ist wirklich erstaunlich und spannend, so ähnlich wie ein Dampfkochtopf kurz vor dem Explodieren. Also die Tage vorher, jetzt noch so 13. bis 20. März, geprägt von eher nach innen führender Fische-Energie, sind sehr gut, um ins Reflektieren und ins Spüren zu gehen. Was ballt sich denn da in mir gerade? Was will nun herausschießen und mit freudigem Mut angegangen werden, angeschoben oder angestoßen werden? Und wenn du in der Beziehung innerlich klar bist, Freude und Vertrauen in etwas Neues spüren kannst, dann brauchst du eigentlich nur noch darauf warten, dass der Kosmos ab dem Neumond, 21. März, wie von selbst die erste Stufe deiner Rakete zündet. Ja, dieser Neumond ist tatsächlich die zeitlich-räumliche Startrampe eines Raketenfluges, der dich und auch deine Liebsten hoch hinaus bringen kann, wenn du zuvor Erdung, Geduld und Demut gelernt hast und wenn du diese Widderkräfte nicht rein egoistisch, sondern für die Allgemeinheit, für das große Ganze, nicht nur für dich selbst verwenden willst. Denn es gilt zu bedenken, zugleich haben wir ja seit einigen Tagen Saturn im Zeichen Fische, seit 6. März nämlich. Und Saturn in Fische prüft ja individuell und kollektiv, ob wir bereit sind, nicht nur aufs Ganze zu gehen, sondern auch auf das Ganze zu schauen, die Ganzheitlichkeit des Lebendigen zu bedenken. Mensch, Tier- und Pflanzenwelt und auch die geheimnisvollen jenseitigen Ebenen sollen jetzt zusammenarbeiten und zusammen schwingen dürfen. Das ist eben die Charakteristik von Fische. Und dieser Widder-Neumond bringt eine laute, fast wild erscheinende Startfanfare, um den großen, liebenden, vereinenden kosmischen Tanz miteinander zu beginnen. Lasst uns in tiefem Vertrauen alle mittanzen. Herzliche Grüße von Martin und viel Freude mit den Sternenkräften. Tschüss allerseits.